Guten Morgen, Gewinnerin. Atme tief ein. Du stehst hoch oben auf dem Gipfel deines Erfolges und schaust auf alle hinab, die je an dir gezweifelt haben. Fick diese Loser. Fick sie und ihre hässlichen Hackfressen. Krasser Scheiß. Gehen wir jetzt zur Schule, oder? Nein. What's 2 plus 2? Irre, heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sich nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Jedes Mal, wenn ich dich besuche, nimmst du eine andere in Scherenstellung durch. Alter, eine Scherenstellung gibt es nicht. Mach's nicht madig, bevor du es probiert hast. Au! Letzter Schultag. Das war's mit der Highschool. Ich will die Zahlen zum Budget nochmal durchgehen. Feiert den Abschluss und dann ab aufs College. Das war's dann, oder? Wir bleiben hartnäckig. Ich kann euch nicht hören. Gehen wir, Molly. Die Tür ist völlig schaltet. Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Was? Niemand weiß, wie witzig wir sind. Es war unsere Entscheidung, nicht feiern zu gehen, damit wir uns auf die Schule konzentrieren und auf ein gutes College kommen. Und es hat funktioniert. Aber die Verantwortungslosen, die feiern waren, kommen auch auf diese Colleges. Ich bin zwar absolut super im Runterholen, aber ich hatte auch einen fast perfekten Unitest. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben keine Regeln gebrochen. Nenn mir einen Menschen, dessen Leben so viel besser war, weil er ein paar Regeln gebrochen hat. Picasso. Das waren Kunstregeln. Amy Winehouse. Noch jemanden. Donald Trump. Ach, verdammte Scheiße. Picture this. I'm a bag of dicks. Put me to your lips. Desinfektionsgel. Check. Lippenpflege. Check. Das Pfefferspray. Pass auf, es ist sehr wichtig, dass du nicht... Oh! Amy! Der Sicherheitsverschluss fehlt. Pass dir nicht in die Augen. Verdammt nochmal, was soll das? Wir stellen die Fragen! Oh mein Gott! What can I say? Scheint mir unverhältnismäßig. Ach, tatsächlich? Ich sitz vorn. Los, rein da. Ohne Spaß. Sag bloß nicht, dass wir zwei ein Date haben. Wieso ist lustig, dass deine Eltern denken, wir treiben es? Was ihr zwei habt, ist das Besondere. Wir wollen uns richtig zeigen, wie sehr wir einander mögen. Wir machen vermutlich nur eine koreanische Gesichtsmaske. Ich muss diese Worte nicht alle kennen. Hey, hey!